freue mich, Sie im Namen aller Burg Windheimer und aller Gäste herzlich begrüßen zu dürfen. Wir feiern das zweite Mal in besonderer Weise unter den Corona-Bedingungen das Heilige Blutfest. Und Sie haben es sich nicht nehmen lassen, letztes Jahr wie auch dieses Jahr mit uns zu feiern. Das stärkt uns in besonderer Weise, dass unser Oberhirte in solchen schwierigen Zeiten auch die Nähe der Gemeinden sucht und auch unser Heiligblutfest mit uns feiert. Es ist schön, dass Sie sich wie jedes Jahr Zeit nehmen. Mit uns feiert der stellvertretende Landrat Bruno Kellner im Gottesdienst der erste Bürgermeister Johannes Polenz von Burg Windheim und der erste Bürgermeister Daniel Finzens von Ibrach. Und ich darf Ihnen aus allen Gästen auch noch unseren neuen Verwaltungsleiter, Herrn Christian Melchior, vorstellen, der heute als Ehrengast bei unserem Gottesdienst auch dabei ist. Wir danken für die großartige Unterstützung und Verstärkung, die wir im Seelsorgebereich erfahren. Neben den Vertretern des Marktgemeinderates, des Pfarrgemeinderates und der Kirchenverwaltung sind unter uns auch unsere Erstkommunionkinder und ihre Eltern, die diesen Gottesdienst heute hier mitfeiern. Und es dürfen uns auch die beim Feiern unterstützen von zu Hause aus, die über Steigerwald Online uns in diesem Gottesdienst verbunden sind. Er wird live gestreamt und bietet uns damit die Möglichkeit, dass von zu Hause aus mitgefeiert werden kann. Vielen Dank allen, die das möglich machen und unterstützen. Herr Erzbischof, wir freuen uns, dass Sie jetzt mit uns Gottesdienst feiern. Herzlich willkommen in Burg Windheim. Vielen Dank, lieber Herr Pfarrer Müller. Ich schließe mich der Begrüßung an. Für mich ist es wirklich jedes Jahr ein fester Termin im Kalender. Heiligblutfest hier nach Burg Windheim. Das Fest ist mir wichtig, Burg Windheim ist mir wichtig, letztlich sind Sie mir wichtig. Und das ist das Allerentscheidendste. Wir alle sind unserem Herrn Jesus Christus wichtig. Er will, dass wir leben und das Leben in Fülle haben. Dazu ist er Mensch geworden, dazu ist er unter uns in den Sakramenten, er ist unter uns in seinem Wort und in der Eucharistie. Er will jetzt uns beschenken mit seinem Leben. Lassen wir das an uns heran und beginnen wir die heilige Feier im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bitten wir den Herrn zu Beginn um sein Erbarmen, dass er alles wegnimmt, was uns hindert zu ihm, dass er uns öffnet für seine Gaben und Gnaden in dieser Feier, auch in der Prozession, in der Verehrung des Heiligen Blutes. Halten wir einen Augenblick inne zur Besinnung. Guter Gott, du beschenkst uns mit vielen Gaben der Natur, mit unseren Begabungen des Leibes, des Geistes, der Seele. Du beschenkst uns mit guten Gemeinschaften in unseren Familien, im Miteinander, in unseren Dörfern und Städten. Herr, erbarme dich unser und lass uns spüren, dass wir das, was du uns gibst, aneinander teilen, damit wir das Leben haben. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du hast uns in deine Nachfolge gerufen. Du willst an unserem Leben teilhaben. Du willst, dass wir dich in unser Leben hineinnehmen. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Gott, Heiliger Geist, du bist in unsere Herzen eingegossen. Du lebst unter uns. Du zeigst uns die rechten Wege. Du führst und leitest uns zum Guten. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige und gütige Gott, erbarme sich unser. Er verzeihe uns Schuld und Sünde und führe uns zum ewigen Leben.
Gloria in excelsis Deo. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, durch das kostbare Blut deines Sohnes hast du die ganze Menschheit erlöst. Bewahre in uns, was dein Erbarmen gewirkt hat, und schenk uns immer neu die Frucht der Erlösung, so oft wir das Geheimnis unseres Heiles feiern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Weder Tod noch Leben können uns scheiden von der Liebe Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder, ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dies ist der Leib des Herrn, dies ist sein Blut, das uns losgekauft. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm schlachtete, sagten die Jünger zu Jesus: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt, dort wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Während des Mahles nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle darauf. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinauf. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, stellvertretender Landrat, Bürgermeister, alle hier Versammelten, wir sind zum zweiten Mal die Repräsentanten. Viele sind mit uns verbunden, aber können wegen der Corona-Pandemie nicht teilnehmen. Zum zweiten Mal sind wir in dieser begrenzten Form hier präsent, aber mit vielen verbunden. Wir hoffen aber, ich hoffe es, dass im nächsten Jahr wieder alles so sein wird, wie wir es in Burg Windheim beim Heiligblutfest gewohnt sind. Und alle Anzeichen sprechen ja dafür. Also freuen wir uns, dass es nächsten Jahr wieder in der ganzen Fülle gelebt wird, das Heiligblutfest in Burg Windheim. Aber auch so feiere ich es gerne mit Ihnen heute und jetzt die Eucharistie und nachher auch die Prozession zur Blutskapelle. Blut nennen wir Lebenssaft und das zu Recht. Für das Leben hat das Blut dann auch sehr verschiedene Aufgaben. Wir wissen es aus dem Biologieunterricht oder man kann es auch schnell bei Wikipedia nachschlagen. Es ist im Körper zunächst und zuerst der Transporteur von Sauerstoff, Vitaminen und Mineralien zu jeder einzelnen Zelle im Körper, damit sie leben können. Ohne Blut kein Leben. Blut ist Leben. Blut enthält auch die Immunstoffe und Antikörper. Das ist quasi die Polizei in unserem Körper. Wenn sich irgendetwas da tut, was unser Leben in Gefahr bringt, dann sind die Immunstoffe und die Antikörper da und töten Bakterien und Viren. Blut schützt also auch unser Leben. Blut ist auch im übertragenen Sinn ein Zeichen der Einheit untereinander. Wir sagen vor allem auf die Familien hin, Blut ist dicker als Wasser. Es verbindet uns das Blut. Und wir kennen auch, die noch Karl May gelesen haben, besser die Blutsbruderschaften, dass da das Leben durch Blut verbunden wird, Einheit geschaffen wird untereinander. Blut spenden, liebe Schwestern und Brüder, das wird grundsätzlich positiv bei uns bewertet und zu Recht. Es muss so sein, wer Blut spendet für Bluttransfusionen, der bewahrt Mitmenschen vor dem Sterben, ermöglicht ihnen Leben. So dürfen wir auch das Blut Jesu Christi deuten, das er für uns vergossen hat. Er will uns Leben geben, er will uns an seinem Leben teilhaben lassen. Jetzt in der Corona-Pandemie, Schwestern und Brüder, ist das Blut als wichtige Vorratskammer und Verteiler von Antikörpern und Immunstoffen wieder besonders ins Bewusstsein gekommen. Wenn die Immunstoffe und Antikörper nicht vorhanden sind, werden wir sehr schnell krank bis hin zum Sterben. Das wichtigste Mittel, um Corona zu überwinden, ist deshalb Impfen. Die Impfungen bilden die Antikörper gegen Covid-19 und hoffentlich gegen alle Mutationen und Varianten. Wenn wir in unserer Gesellschaft und in unser eigenes Leben schauen, liebe Schwestern und Brüder, dann wissen wir auch, dass für unser Verhalten Antikörper und Immunstoffe wichtig sind, weil wir sonst immer auch in der Gefahr sind, abzugleiten, dass unser ethisches und moralisches Leben eben auch von Viren und Bakterien zerfressen wird und dann unser Leben eben nicht mehr glücklich ist, nicht mehr gelingt, nicht mehr schön ist, auch nicht mehr hilfreich füreinander. Es trägt dann nicht zum Gemeinwohl bei, wie wir sagen, sondern zerstört es eher. Deshalb brauchen wir auch für
unser Gemeinschaftsleben Immunstoffe und Antikörper. Und wir wissen sehr wohl, dass sie uns auch oft fehlen. Schauen wir zunächst in die große Politik zurzeit, da, wo mit Masken betrogen wurde, wo Impftests zu eigenen Vorteilen missbraucht wurden, da hat so etwas wie Antikörper gegen moralisches Versagen gefehlt. Und wenn wir einander belügen, wenn wir Fake News über online schicken, wenn wir mobben, wenn wir uns runtermachen, öffentlich, persönlich, familiär, nachbarschaftlich, da stimmt etwas nicht mit unseren moralischen Antikörper und unserem moralischen Impfstoff. Liebe Schwestern und Brüder, und das ist auch in der Kirche so. Auch da hat es Versagen gegeben. Aber wir sind nicht am Totenpunkt. In der Lesung haben wir eben gehört, dass Jesus Christus, Gott, sich nicht von uns scheiden lässt. Auch wenn wir sündigen, wenn wir Böses tun, weder Himmel noch Hölle, noch Geister, noch Böses, nicht einmal der Tod kann uns scheiden von der Liebe Christi. So haben wir eben in der Lesung gehört. Von daher sind wir nie tot, nie am Totenpunkt. Wir sind mit ihm immer im Leben. Und mit ihm haben wir Leben. Und mit ihm können wir auch Leben einander ermöglichen und schenken. Das ist unsere Botschaft. Und dieses Leben, das schenkt uns Jesus vor allen Dingen in der Eucharistie. Das war der Inhalt des Evangeliums. Jesus hat, bevor er gestorben ist, aus Solidarität mit uns, um uns das Leben zu ermöglichen, am Kreuz und durch die Auferstehung und die Geistsendung, hat er die Eucharistie eingesetzt, damit er besonders durch sie immer unter uns präsent bleibt. Und in der Eucharistie verehren wir auch das kostbare Blut Jesu Christi. Liebe Schwestern und Brüder, deshalb ist auch das Blutsfest in Burg Windheim so wichtig. Deshalb ist Burg Windheim wichtig. Und deshalb komme ich jedes Jahr hierher, um das deutlich zu machen. Um deutlich zu machen, Jesus Christus hat sein Blut und das heißt sein Leben für uns gegeben. Und wir können es immer neu empfangen, wenn wir zur Eucharistie kommen, wenn wir die Sakramente empfangen, wenn wir sein gutes, aufbauendes Wort hören, dann haben wir sein Blut, sein Leben mit den Vitaminen, den Mineralien, mit dem Sauerstoff. Da haben wir Hoffnung und Zuversicht, auch wenn es manchmal ganz anders aussieht im persönlichen Leben, auch im politischen Leben, auch im familiären Leben. Er scheidet sich nicht von uns. Und letztlich können wir uns nicht von ihm scheiden, von seinem Leben. Da haben wir auch Ehrlichkeit, da haben wir Wahrhaftigkeit, da haben wir auch Treue, da haben wir Respekt. All das beinhaltet das Leben Jesu. All das bedenken und verehren wir, wenn wir sein Blut verehren. Und wenn wir die Eucharistie feiern oder auch beten, dann wird uns sein Blut zuteil mit all diesem Sauerstoff, den Vitaminen und Mineralien, aus denen und mit denen wir leben. Und mit seinem Blut kommen uns auch die Antikörper, die Immunstoffe zu. Auch die sind im Leben, im Blut Jesu vorhanden. Das ist in jedem von uns die Versuchung zum Ehrgeiz, zum Machtmissbrauch, zum Ellbogen, Denken und Verhalten, zu den anderen ausnutzen. Das Leben Jesu, der Impfstoff Jesu, der bewahrt uns davor,
dass wir dem nachgeben und hilft uns, dass wir das überwinden, füreinander da sind in Solidarität und Liebe, dass wir uns nicht das Leben vermiesen, sondern dass wir uns Leben schenken und zu Glück und Zufriedenheit beitragen. Schwestern und Brüder, das ist Blutsfest und deshalb ist es wichtig. Jesus Christus unter uns, in den Sakramenten, im Wort, im Heiligen Geist, in unserem Gewissen. Er ist unter uns mit seinem Leben, mit seinem Blut. Daran erinnert dieses Fest jedes Jahr. Und es soll wirken, nicht nur am Donnerstag nach von Leichnam, sondern das ganze Jahr, dass wir uns immer wieder an unseren Herrn und sein Leben und sein Blut erinnern, damit es unter uns und in uns wirksam ist. Lasst uns so das Blutfest feiern, das Fest, das uns Leben geben will, das Leben Jesu, mit allem Positiven für unser Leben, dem Sauerstoff, den Vitaminen und den Mineralien, die wir brauchen, und auch mit den Antikörpern und den Immunstoffen, die wir auch brauchen, damit unser Leben gelingt, vor dem Bösen bewahrt bleibt, das Gute tut und füreinander das Beste bewirkt. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Wir dürfen alles, was wir auf dem Herzen haben, unserem Gott anvertrauen. Gott, unser Vater, wir feiern die Gegenwart deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, im Sakrament der Eucharistie. Wir vertrauen auf deine Liebe und Barmherzigkeit, so wie die Menschen seit 556 Jahren hier an diesem Wallfahrtsort. Und wir beten voll Vertrauen. Für alle Menschen, dass sie einander in Offenheit und Würde begegnen, den Glauben gegenseitig respektieren und der Barmherzigkeit in ihrem Leben Raum geben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Christen, dass die Feier der Eucharistie uns immer mehr mit Jesus verbindet und zur Einheit im Glauben führt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alte und jüngere Menschen, die an Covid-19 schwer erkrankt sind oder noch an den Folgen leiden. Für die vielen Toten überall in der Welt und die Menschen, die um sie trauern. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Priester, Diakone und Ordensleute, für alle Frauen und Männer im pastoralen Dienst und bei der Caritas. Gib ihnen Kraft und Glaubensmut. Wir bitten dich, erhöre uns. Für uns alle, erhöre unsere Bitten und lass uns hier am heiligen Ort deine heilende Nähe spüren. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere lieben Verstorbenen, lass sie teilhaben am himmlischen Hochzeitsmahl. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, das geöffnete Herz deines Sohnes ist für uns die Quelle des Lebens. Sein heiliger Leib und sein heiliges Blut stärken uns, damit wir einander in Liebe und Barmherzigkeit begegnen, vor dem Bösen bewahrt bleiben und Zeugnis geben für dich. Dir sei Ehre in aller Ewigkeit. Amen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir kommen mit unseren Gaben zu deinem Altar. Lass uns durch die Feier dieses heiligen Opfers hintreten zum Mittler des neuen Bundes und zur Besprengung mit seinem Blut. Erneuere in uns das Werk des Heiles, so oft wir diese Feier begehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil der Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllte sich dein Gericht. Im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar.
Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Ludwig, Weihbischof Herwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, den jungen Menschen, die sich auf einen geistlichen Beruf vorbereiten und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit dem heiligen Jakobus und allen Aposteln und mit allen Engeln und Heiligen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus hat uns gelehrt, Gott unseren Vater zu nennen. Ihm dürfen wir alles vortragen und anvertrauen, was wir auf dem Herzen haben. Lasst uns beten, wie der Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus ist unsere Versöhnung und unser Friede. Lasst uns beten, Herr, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Nicken wir uns nach rechts und links den Frieden zu. Lamm Gottes, seht Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort,
so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.
Lasst uns beten. Heiliger Gott, du hast uns gestärkt durch das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles. Das Blut unseres Erlösers reinige uns von aller Schuld und mache uns zu neuen Menschen. Es wird uns zum Quell, der hinüberfließt ins ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, wir werden jetzt einen Teil des sonst üblichen Prozessionsweges miteinander gehen und Jesus in unserer Mitte haben. Angeführt wird unsere Prozession von der Pfarrfahne. Daran schließen sich direkt die Kommunionkinder mit ihren Eltern an, dann die Ministranten, dann die beiden Ortsgeistlichen, der Erzbischof mit dem Allerheiligsten. Und daran schließen sich dann der stellvertretende Landrat, die Bürgermeister, der Marktgemeinderat, Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung an. Danach kann jeder auf dem Prozessionsweg mit teilnehmen und mitgehen, unter der Voraussetzung, dass sie eine Maske tragen und den erforderlichen Abstand halten. So lasst uns Jesus Christus anbieten und ihn, unseren Herrn, in unserer Mitte lobpreisen. Thank you.
Gelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altars, von nun an bis in Ewigkeit. Wir singen im Wallfahrtsbüchlein Seite 27 ein Haus voll Glorie schaut. Thank you.
Am zweiten Altar vorbeigehend, denken wir an unsere Kommunionkinder, die das Sakrament der ersten heiligen Kommunion dieses Jahr noch nicht empfangen konnten, aber am 18. Juli empfangen dürfen. Wir wünschen ihnen die Freude des Glaubens und die Begleitung des Heiligen Geistes. Vater,
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Thank you.
Jesus, König aller Welt und Zeit.
Seite 92 im Wallfahrtsbüchlein. Lasset uns preisen den Vater und den Sohn mit dem Heiligen Geist. Lasset uns ihn loben und hoch erwarten in Ewigkeit. Gepriesen bist du, mein Herr, der in der Feste des Himmels thront. Und lobwürdig und voll Mut und hoher Abend in Ewigkeit. Herr, erhöre mein Gebet. Und lass mein Rufen zu dir kommen. Der Herr sei mit euch. Und mit allem Geiste. O Gott, deine Barmherzigkeit ist ohne Maß und deine Güte ein unerschöpflicher Schatz. Wir danken deiner liebreichsten Majestät für die verliehenen Gnaden. Du gewährst auf unsere Bitten, was wir begehren. Darum flehen wir ohne Unterlass zu deiner Milde. Verlass uns nicht, sondern führe uns zum ewigen Leben. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir singen das Lied zum Segen. Jesus, du bist hier zu Ehen, Seite 24 im Büchlein. Thank you.
Lieber Herr Erzbischof Ludwig, vergelt's Gott, Dankeschön, dass Sie diese Anstrengung auf sich genommen haben, auch wenn es ein verkürzter Weg war. Er verlangt uns doch einiges ab, gerade auch mit Maske unter den gegenwärtigen Umständen. Vielen, vielen Dank, herzliche Einladung für das nächste Jahr, dass wir hoffentlich unter normalen und realen Bedingungen feiern können. Wir sind sehr dankbar, dass Sie unter uns sind. Kommen Sie immer wieder sehr gerne nach Burgwindheim. Sie und alle Gäste, bei denen ich mich ganz herzlich bedanke. Allen einen gesegneten Blutstag. Liebe Schwestern und Brüder, ich schließe mich dem Dank an, möchte jetzt nicht mehr groß was sagen. Das Blutfest ist wichtig, wir feiern es, wie immer es zu feiern ist. Das Allerwichtigste ist, dass wir mit dem Herzen dabei sind, letztlich bei Jesus Christus, weil er unser Leben ist. Mit ihm überwinden wir alle Totenpunkte, mit ihm kommen wir nie an einen endgültigen Totenpunkt. Nehmt das mit, nicht nur für die Kirche, für eure Familien. Es hat mich besonders gefreut, dass ihr, die Kommunionkinder, dabei wart. Mit Jesus, da könnt ihr ein gutes Leben haben, es immer mehr wachsen lassen und dann auch als Erwachsene zum Guten beitragen. Hier in der Gemeinde, in euren Gemeinden, wo immer das Leben uns hinstellt. Ich wünsche euch allen, Ihnen allen noch einen gesegneten Feiertag und auf Wiedersehen im nächsten Jahr und vielleicht zwischendurch auch nochmal. Gott befohlen, mein Dauerwunsch bleibt gesund und hoffnungsvoll.